Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Schloss in der Burg bei Unepic. Und wir gehen auch gleich mal weiter. Wir suchen Holz. Wir brauchen Holz. So, wir müssen noch aufpassen, dass wir nicht zu viele Gegner gleichzeitig auf uns ziehen. Da kommt auch schon einer. Gott, im Wagen sieht es nach Holz aus. Ich hoffe, ich bin soweit richtig. Damit wir uns nicht der gleiche Fauxpas passiert wie bei der letzten Folge, warte ich immer mal ab, wie die Einzelnen zu mir kommen. Und nicht gleich wieder fünf auf einmal, sondern kann ich nämlich alle platt machen. So. Münze. So, zweimal getroffen, nicht gut. Da haben wir Holz. Okay, das heißt, wir müssen nur eine ganze Menge finden. Komm mal her, Keule. So. Licht an. Holz, Holz. Holz. Licht. Leichter Speer. Okay. Wir finden auf jeden Fall leichter Speer des Experten. Ich habe ja schon einen Speer. Langenwaffe. Schaden 31. Ja, natürlich gar nichts, ne? Und der andere Speer hier. 33. Also dann kann ich das alles noch schön verkaufen, auf jeden Fall. So, Licht an. Holz. Holz. Wir finden auf jeden Fall gut Holz. Ne? Ich dachte erst, dass es hier drin wäre. Aber die Hälfte an Holz haben wir schon mal gefunden. Und hier können wir sonst nichts weiter machen. Gut, dann haben wir das auch abgehakt. Hier nach rechts. Konnten wir dann nach rechts? Haben wir da vielleicht schon? Nö, ne? Ne. Gut, hier haben wir so Leuchtes. Gehen wir mal. Doch, hier waren wir schon. Sehr gut. Dann fahren wir mal noch wieder eins tiefer hier. Also ein Sprungangriff hilft uns schon mal. Okay, bevor wir jetzt noch eins tiefer gehen. Erstmal hier nach links. Rote Killerameisen, ach du Scheiße. Und dort ist ein ganzer Ameisenhaufen. Und ich muss den auch. Oh. Ich muss diese Ameisenhaufen muss ich zerstören, damit ich eine Chance habe überhaupt, dass die nicht mehr kommen. Also ich brauche auf jeden Fall bessere Rüstung, wie ich gerade sehe. Irgendwo muss noch. Noch so ein Haufen. So. Das ist ja hier schon ein bisschen strange auf jeden Fall. Okay. Haben wir soweit? Da unten ist jemand. Das Mädchen dort? Es sieht nach einer neuen Aufgabe aus. Münzen 8. So. Also hier ist nichts zu finden sonst. Ich denke mal, das ist irgendeine rote magische Essenz. Haben wir.
39 von 20. Gut. Hier haben wir soweit auch. Das heißt, wir müssen, wenn wir einen tiefer gehen, glaube ich. Nee, ganz nach unten müssten wir dann. Okay. Trotzdem nochmal gern. Hier mal rein. Kann man da? Nee, hier ist nichts. So, dann gucken wir einfach mal. Boah, ich bin noch reingesprungen. Das hat vorhin 5-mal geklappt. Jetzt wieder nicht. Jetzt bin ich auch noch vergiftet. Ach, doof. So. Wo sind wir denn hier? Erstmal die Kiste immer. Rang der geringen Heilung. Okay. Mädchen, was ist denn los? Hey, was für ein hübsches kleines Mädchen. Warum weinst du? Ein böser Hund hat mir meine Puppe entrissen. Ein böser Hund? Ist der sehr groß? Du weißt schon, so 3 Meter hoch und dreiköpfig wie in Harry Potter? Es ist ein kleiner Hund und er floh durch diese Tür. Sein Zuhause ist dunkel und ich habe Angst, davor hineinzugehen. Ein kleiner Wadenmeister. Weißt du, ich mag Köter nicht. Aber diesmal ist keiner da, dem er vielleicht fehlen würde. Ich werde das genießen. Keine Sorge, kleines Mädchen. Ich bringe dir deine Puppe gleich zurück. Eine Puppe wieder beschaffen. Was denkst du dir? Siehst du nicht, dass das Mädchen völlig schutzlos ist? Töte sie. Töte sie. Wirklich, Zera? Sei nicht so ein Arschloch. So. Immer wenn er bellt, verlieren wir Energie. Deswegen müssen wir uns extrem beeilen. Ganz dort drauf. So, das lief ja überhaupt nicht. Wir brauchen also mehr Energie. Tja, puh. Das dauert ja jetzt aber auch mit der Regeneration. Das ist doof. Heißt, wir müssten hier nochmal zurückkommen. Vielleicht sollten wir erstmal nach rechts gehen oben. Weil meine Energie muss da erstmal aufladen. Ich könnte mich natürlich jetzt auch zurückporten, um mich zu heilen, dann wieder hier runter. Das Problem ist, diese ganzen Gegner sind dann wieder alle da. Das will ich ja jetzt gerade aber nicht. Ja? Ja. Also ich würde jetzt einmal nach rechts gehen, wenn der Fahrstuhl runterkommt. Ich könnte auch einen Heilungstrank nehmen, aber das ist nur wieder geringe Heilung. Ach, doof. Doof, doof, doof. Ich stelle mich heute nicht so gut an. Auf jeden Fall. So. Los, Fahrstuhl, beweg dich. Mach hin. Unten können wir auch nochmal irgendwann hin. Will ich jetzt aber noch nicht. Ich will erstmal hier nach rechts gehen. Dahin. Wieder nicht geklappt. Wieder vergiftet. Scheiße. So, erstmal alles erleuchtet hier, das ist gut. Oh, ich habe eine neue Erfahrungsstufe erreicht, das ist gut. Ich dachte erst, Achtung, sterbe ich jetzt wieder. Aber dadurch, dass ich die neue Erfahrungsstufe erreicht, ist meine Energie auch voller geworden. Jetzt muss ich bloß gucken, wegen der Viecher da drüben. Ich kann gleich mal mein Geäxte hochmachen. Bögen, Konstitution und Rüstung. So. Speichern. So, den Rest spare ich mir mal, falls ich noch irgendwas anderes brauche. So, und dich machen wir jetzt fertig. Wieder vergiftet. Ich stelle mich aber auch mal dann an. Ein Schatz. Ein Laden. Bombavatuna. Ich grüße kleinen Kunden. Bumblebee Tuna. Ich grüße großen Kerl. Mein Name ist Ubuntu. Großer Krieger, das verrate ich damit. Ubuntu ist cool, weil Ubuntu, googelt einfach, wenn ihr es nicht kennt. Mein Name ist Livingston. Was macht ein afrikanischer Krieger hier?
Großer Gott Chikaka sandte Ubuntu in die Burg. Verstehe, aber du bist menschlich, oder? Du siehst wie ein Afrikaner meiner Welt aus. Ich nicht menschlich, ich großer Krieger des Vachati-Stammes. Hey, das ist eine coole Waffensammlung, die du hast. Hast du einige kostenlose Proben? Ubuntu gibt nicht, Ubuntu verkauft. Ah ja. So, wir verkaufen erstmal. Und zwar... Kurzschwert. Und das Kurzschwert können wir verkaufen. 12 Münzen haben wir. Holz brauchen wir. Leichter Speer des Experten. Können wir auch verkaufen. 28 Münzen. Oder Schleim behalten wir erstmal. Diese Rubine kann man verkaufen. 30 Münzen ist gut. Was haben wir denn noch alles hier? Einen leichten Dolch brauchen wir auch. 8 Münzen, her damit. Kleine Axt, die können wir auch verkaufen, denn wir haben die kleine Axt des Ritters. Was haben wir hier? Hammer des Schmiedes, den brauchen wir noch. Boah, was hat denn der für einen Schaden? 161. Boah, kann ich aber nicht führen wahrscheinlich. Magische Tränke könnte ich vielleicht nachher, brauche ich aber glaube ich nicht. Kurzschwert, Hornkolben, Pfeil, leichter Speer. So. Haben wir erstmal verkauft. Kaufen, was hast du denn? Diverse Gegenstände. Fähigkeit Axtmeisterschaft. Will ein Axtprofi werden, brauche ich 200. Ach du Scheiße. Habe ich natürlich nicht. Waffen. Breiter Dolch. Gladius, Handaxt. Schaden 90. Und die kann ich auch führen. Stufe 3. Dann kaufen wir uns mal die Handaxt. Bögen und Projektile. Pfeil brauchen wir gerade nicht. Kurzbogen. Würde sogar mehr Schaden machen. Kaufe ich mir. So. Verkaufen. Leichter Kurzbogen. Weg damit. Gut. Ring des Schützen. Schuhsicherschaden mit Bögen 10. Ring des Kriegers mit Schwertern. Hatten wir noch mehr Ringe? Angst auf kritischen Treffer. Nee, die will ich ja nicht verkaufen. Das ist ja Quatsch. So. Ich will mein Inventar. Die Handaxt. Schnelltaste 3. So. Heißt, ich habe jetzt einen Schaden von 90 dort drin. Geil. Dann. Ringe kann ich ja mehrere tragen. Kann ich den auch noch tragen? Dann passt das soweit. Okay, habe ich noch irgendwas Schönes hier? Nö, ne? Mal schauen. Ein Amboss, das ist ein Aufgabenhammer. Okay. Frage ist, ob ich den irgendwann hier von ihm... Rüstungen. Gesteppte Rüstung, leichte Lederrüstung. Nehmen wir mal eine leichte Lederrüstung. Kaufen. Ne, erstmal muss ich ins Inventar zu der Rüstung. Ausrüsten. Oh, Lucky Die, sehr gut. Und verkaufen. Mann. Macht er denn? Will ich verkaufen? Ich will, kaufen nicht. Will. 27 Münzen für meine Waldhüterkleidung. Grüße, junger Unbekannter und willkommen. Mein Name ist Fedora. Und ich bin eine hohe Zauberin von Gilida.
mein Gott, bist du aber appetitlich. Ich bin aber nicht essbar, aber ich kann dir magische Gegenstände verkaufen. Hey, darf ich dir was zu trinken spendieren? Ich habe aber keine Lust. Meine, gehen wir zu mir und ich zeige dir auch meine Briefmarkensammlung. Verstehst du? Nun, wenn du unbedingt gehen musst, dann will ich dich nicht belästigen. Komm wieder, wenn du etwas Zeit hast. Oh, die ist leider nicht so begeistert von unserer Anmache. Diverse Gegenstände. Rolle des Teleports zur Mine brauchen wir auch gerade nicht. Waffenstab. Magie. Ich bin ja aber kein Magier. Muss ich mir mal nochmal durchlesen. Rezepte. So, ich denke, wir sind uns ganz gut ausgerüstet jetzt hier, ne? Wir haben auch ein bisschen Energie jetzt. Voll cool. So. Hat ein bisschen länger gedauert, aber dann können wir jetzt auch diese Viecher da fertig machen. Jetzt müssen wir was gucken. Er pennt dahin, das ist gut. Und wir haben viel mehr Power gerade durch diese neue Axt. Sehr genial. Der pennt immer noch da. Sehr gut. Und stirb. Sehr gut. Rote magische Essenz haben wir auch ganz gut jetzt mittlerweile. Uns fehlt die Puppe. Achso, die müssen wir gleich nochmal besorgen. Genau. Erstmal warten, bis der da weg ist, weil zwei Gegner wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Nimmt der eigentlich wieder ein da hinten? So, geschafft. Kleine Axt. Gucken wir mal ganz kurz, was wir dort für eine Axt bekommen haben. Kleine Axt des Ritters hatten wir gerade schon. Wir hätten die gekauft und hätten wir die andere. Kleine Axt des Seelenfriedens. Können wir alles verkaufen. Machen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir beim Händler sind. So. Alles erleuchtet? Alles erleuchtet. Super. Wir müssen jetzt... Wir müssen uns jetzt beeilen, dass wir den Hund dort retten. Da ich wahrscheinlich nicht rüberspringen kann, renne ich mal gleich nach oben hier. Das Hundileinchen ist doch echt mies. So, Hundi mussten wir töten sogar, okay. Für die Puppe haben wir, wir können es dem Mädchen wiedergeben. Sehr schön. Wir sind der Held. Hier hast du deine Puppe wieder. Danke, Mister. Ihr seid nett. Hier nimmt mein Froschballon. Er frisst gerne Käfer. Globusfrosch. Globusfrosch ist einer von Tieren, die man rufen kann. Der ist echt praktisch. Ist aber nur einer von mehreren, glaube ich. Muss ich mal ganz kurz gucken. Der im Inventar dann ist. Ja. Und wenn ich den jetzt hier... Den Zungen, um kleine Kreaturen Fledermäuse zu fressen. Und wenn ich den in die Schnelltaste 4 zuordne, so. Hier. Dann ist der, folgt der mir auch. Und würde... Mach den mal wieder weg. Viecher futtern. Du hast dein erstes Haustier erhalten. Ich erkläre schon wieder alles, dabei kommt es doch alles erst noch. Haustiere folgen und helfen dir, wo auch immer du hingehst. Du kannst sie rufen oder wegschicken, über das Inventar oder durch Benutzen von Schnelltasten. Wie andere Kreaturen auch, können sie verletzt werden oder sogar sterben. Ja, das stimmt. Im Panel oben kannst du ihre Gesundheitsbalken neben dem deinen sehen. Ist dein Haustier verletzt, schicke es weg oder wechsle es zu einem anderen. Weggeschickt regenerieren sie ihre Gesundheit. Jedes Haustier hat eine spezielle Art, dir zu helfen.
ermüdet dabei aber und verbraucht etwas Energie. Ein Haustier ohne Energie kann dir nicht helfen, sodass du es sich erholen lassen solltest. Okay. Gucken wir mal, wann wir unseren Frosch brauchen. Mal kurz hier Licht. Dann gehen wir mal kurz hier runter. One-Hit-Kill. Sehr geil. Oh, ganz viele Viecher. Aber die lassen auch mal schön was fallen. Das heißt, wenn man hier ein bisschen leveln will, ist man hier genau richtig. Natürlich haben die jetzt nicht so viel Energie, dass man jetzt hier dick was gewinnt, aber... Ihr seht, wir haben jetzt wieder zwei Richtungen, in die wir können. Mal oben nochmal die Laterne anzünden. So. Und würde mal anschnell noch dort nach oben gehen, um dort auch nochmal Licht zu machen. So. Und dann, ja, links oder rechts? Eigentlich egal jetzt, oder? So, die Viecher kommen jetzt auch noch. Ach so, wir haben jetzt auch noch Heiler hier, na toll. Die heißt, die können sich selber heilen. Das ist natürlich auch noch eine Herausforderung. So, Lampe an. So. Heißt aber nicht, dass sie uns fertig machen. So. Danke, geringe Heilung. Können wir mal brauchen. Es wird ja auch noch schwerer werden, ne? So. Licht an. Nutzen. Hier irgendwo oben was. Da oben müssen wir dann noch mal hin. Da ist schon wieder irgendein Typ. Wahrscheinlich müssen wir noch wieder eine neue Aufgabe erledigen. Weißt, wir haben hier genug Sidequests und ich finde das echt cool, was die hier sich so alles ausgedacht haben. So, was willst du denn, Keule? Großen Stark, du bist ein guter Kandidat. Kandidat? Wofür? Weibchen zu schwängern. Okay, ich bitte jetzt alle jüngeren Zuschauer abzuschalten. Ich habe darauf hingewiesen, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Weibchen zu schwängern? What the f... Er hat dich wohl mit einem Deckhengst verwechselt. Es ist die Paarungszeit dieser stumpfsinnigen Kreaturen. Die Weibchen sperren sich in ihren Schlafkammern ein, während die Männchen darum kämpfen, der Alpha-Mann zu werden. Welch ein Zufall, dass da ein Champion darauf wartet, für die Ehre zu kämpfen, das Horgan zu tragen. Das Horgan? Das Horgan ist das heilige Totem der Fruchtbarkeit dieser bedauernswerten Kreaturen. Es ist jämmerlich. Der Hengst zeigt es den brünstigen Weibchen und sie werden verrückt. Wie du dir denken kannst, eine lächerliche und erbärmliche Vorstellung. Verstehe. Und der Typ dachte, dass ich hier ganz rollig die Weibchen blücke. Aha, wie töricht die sind. Ja, wie dämlich. Ich, einen Haufen Mädchen nageln und auch noch kostenlos, wie verrückt. Oh Mann. Wirklich sehr dumm. Du solltest auf die Enttäuschung in seinem Gesicht achten, wenn du die Einladung ablehnst. Emma akzeptiert die Herausforderung? Natürlich. Wo sind die Weibchen? Ach du meine Nase. Geh durch die Tür und hinunter. Aber was? Warum diese Lügen? Das ist keine Lüge, Alter. Ich hole dieses Totem und werde etwas Spaß haben. Oh mein Gott. Was? Wieso? Das macht keinen Sinn. Warum tust du das? Weil ich geil bin, okay? Ich bin heißer als ein Toaster. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt Sex hatte. Außerdem, das ist eine Chance auf Sex kostenlos und mit mehreren Mädels. Aber sie gehören doch nicht deiner Rasse an. Sie sind Monster, ausgeboten der Nacht. Was für ein verkommenes Geschöpf bist du eigentlich? Ich sehe, du hast noch nie den Spruch... Ein Loch ist ein Loch gehört. Oder Hauptsache... Doppelt und hat noch ein Pet. Ich sag, das ist hier... Ich werde meinen Spaß haben zum Angriff.
Okay, das ist gerade ein bisschen sehr. Okay, aber wir nehmen die Herausforderung natürlich an. Überall dort sind Mädels, die beglückt werden wollen. Wir haben das Horgan-Totem. Und ja, gehen wir mal zum ersten Mädchen. Guten Tag. Ziehst du deine... Also wir haben das erste Mädchen beglückt, aber er zieht seine Uniform auch gerade nicht an. Das heißt, ich muss das nachher auch so machen. Aber wir gehen mal zum zweiten Mädchen. Muss noch was trinken zwischendurch. Wir sehen, unser Held hat Spaß. So. Und die letzte Runde. Er erholt sich auf jeden Fall sehr schnell. Oh mein Gott. Gut. So, wir sind ja alles aufgeklärte Leute. Ne? Wir werden uns mal kurz wieder ausrüsten. Ausrüsten und eine Waffe ziehen. So. Wir hatten unseren Spaß. Der Junge ist beglückt. Und die Mädels vielleicht auch. Wir wissen es nicht. Wir wollen auch nicht näher drauf eingehen. Ich gratuliere, großartige Männchen. Wie war das Schwängern? Das war toll. Ich bin trocken. Du großer Champion, du sollst erhalten die Horgan-Axt. What the? Inventar. 95. Schnelltaste zuordnen. 3. Hätten wir uns das fast sparen können, aber ist mir egal. Ich habe jetzt die Horgan-Axt. Das hat sich gelohnt. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht ganz so das Jugendfreie war, was ich gerne unbedingt hier so zeigen will. Okay. Rechte Seite auch erledigt. Wir brauchen noch 15 weitere Holz. Und hoffen, dass wir die jetzt hier rechts finden werden, ne? Also, Holz haben wir schon eine Weile nicht mehr gefunden. Gehen wir gleich mal nach oben. Oh, habt ihr die ganzen Ledermäuse gehört? Ich werde mal mein Haustier rufen. Hatte er schon. Haustier, töte doch endlich mal. So. Walte deines Amtes, Haustier. Sehr gut. Jetzt hat er es endlich verstanden, was er machen soll. Da oben ist noch ein Ausgang. Das ist cool. Gut. So. Wir brauchen immer noch Holz. So. Okay, wir können mal oben den Eingang öffnen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dann haben wir hier schon mal die zweite Verbindung her. Falls wir hier nochmal her müssen, um was zu besorgen. Ui. Das machen wir aber erst in der neuen Folge, denn wir haben schon wieder eine halbe Stunde fast voll mit, in der wir viel erreicht haben und auch, ja, uns erleichtert haben. Natürlich beim Verkauf von Sachen. Egal. Gehen wir nicht näher drauf ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.